Haben wir die Kunden noch? Mein Name, bitte? Mein Name ist Sabine von Musso. Ich komme von der Bergstraße und bin ganz frisch bei den Dichtern zusammen. Meine beste Freundin. Ich hatte schon länger nicht mit ihr gesprochen und hatte Sehnsucht, wieder von ihr zu hören. Sie nahm auch gleich meinen Anruf entgegen, was mir das Gefühl gab, dass sie Sehnsucht geteilt hat. Nach kurzer Begrüßung und Bestätigung, dass es uns gut ginge, musste von den zurückliegenden Glanztaten erzählt werden. Das taten wir mit einer Art Beiläufigkeit, die ihre Wirkung nicht minderte. Entweder wir erzählten unsere eigenen Glanztaten oder die von den lieben Familienmitgliedern. Das kostete viel Kraft, aber von nichts kommt nichts. Die Glanztaten werden erzählt, um sich zu stärken. Da ist doch wohl Einsatz gefragt. Dann folgte ein emotionaler, offener Einwurf. Ich berichtete von meiner Tochter, die sie gerne besuchen wollte. Leider war meine Tochter unglücklich in Deutschland. Sie war für ein halbes Jahr von Schweden nach Deutschland gekommen und arbeitete in einer Uniklinik als Assistenzärztin. Sie fand die hierarchische Struktur, der offen gelebte Rassismus und der ungesunde Lebensstil der Ärzte und des medizinischen Personals für sie schwer ertragbar. Sie hatte sich entschieden, abzubrechen und zurück nach Schweden zu gehen. Die Freundin kommentierte meine Erzählung einfühlend mit ihrem häufigen so sinnleeren Spruch: Für irgendetwas wird es bestimmt gut gewesen sein, ganz bestimmt. Aber sie hatte damit auch gleich klar gemacht, dass solche persönlichen Angelegenheiten sie ja nichts angehen. Nach diesem mitfühlenden Satz ging es gleich zur Politik über. Das war ein wunderbares Feld, sich in Szene zu setzen. Ihre Sätze begannen oft mit: Ich sag dir jetzt mal was. Das gab mir zu verstehen, jetzt kommen ganz besonders wichtige Aussagen ihrerseits, die nicht zu diskutieren sind. Ich ließ es dann auch gleich bei einem Zwischendurch, zu ihren Aussagen passend, immerhin, streute sie dann ihre Überlegungen zu ihren Hilfsprojekten, die völlig unsinnig waren, da sie keine Chance hatten, umgesetzt zu werden. Aber für die eigene Kosmetik doch so eine Art Rouge. Zum Abschluss unseres vertrauten, freundschaftlichen Gesprächs versicherten wir uns, wie schön es war, mal wieder sich ausgetauscht zu haben, mit der gegenseitigen Versicherung, uns bald sehen zu wollen, verabschiedeten wir uns mit einem herzlichen Fertig! Löse dich von allem, was übel dir will. Lass es hinter dir. Fang einfach von Neuem an. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt Hesse. Ach, halt die Fresse! Es sind halt noch keine Risse da. Alles ist möglich. Wunderbar. Nur Positives. Selbstverständlich. Ist doch klar. Doch irgendwann wächst das Gefühl von Müdigkeit, Unreifheit, Langeweile, stellt sich doch der Anfang als nur Angefangenes dar. Der Tiefgang, der dann könnte kommen, ausgeglichen, Plätscher, Plätscher, bla bla, stellt sich die Wetterfrage wieder dar. Gelangweilt und enttäuscht, nichts gewagt, halb tot, doch unversehrt, ohne Stolz, ein Leben lang, schade doch. Ich habe noch eins für Sie. Sie, die Falsche. Alle Achtung, wunderbar. Der Sohn an der Uni,
Tochter im Internat. Von der Jüngsten wollen wir nicht reden. Der nächste Urlaub längst gebucht, der Mann irgendetwas Wichtiges tut, der Sohn oft noch nach Hause kommt, bei den wichtigsten Jungen der Stadt die Tochter ankommt. Von der Jüngsten wollen wir nicht reden. Die Frau will nun auch sich intellektuell bilden. Ob VHS, Uni oder Damentee, Halbbildung gefragter denn je. Zu wissen, was auf dem Event interessant macht und Feedback bekommt, geht sie gestärkt aus dem Haus. Die Akademikerwelt ist doch auch ihre Mann, Sohn und Tochter Erfolgspioniere. Von der Jüngsten wollen wir nicht reden. Und mehr, das Ehrenamt erwartet sie. So viel der Ehre, ihr fast zu viel. Aber die Welt ist grausam und ungerecht. Da muss man was tun, das ist ihre Pflicht. Von der Jüngsten wollen wir nicht reden. Die Damentees, Familienfeiern, so anstrengend und zu nett. Es gibt so viel zu sagen. Die Position des Mannes, die Villa, Gucci und der BMW. Nicht zuletzt die Karriere, Kinder. Von der Jüngsten wollen wir nicht reden. Sie ist irgendwie anders, kaum verständlich. Ja, auch die Familie sich abgewandt. Was aus ihr wurde, wusste niemand. Zu gefährlich zu sehen, wie eine andere Welt sein kann. Voll Inhalt, Zweifel und Gefühl. Einfach menschlich sein. Lebendiges, manchmal schwer erträglich. Einsamkeit und Tiefe. Gefühle, manchmal kaum aushaltbar. Gibt Leben wunderbar. Von den anderen wollen wir nicht reden.